Yay, 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 yay. Ey, 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 check, 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 check. Ja, 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 ja. Du bist kein Gegner, feg deinen Kopf. Ich geb mir keine Mühe mehr wie Gott. Klaue alles, was ich spitte, doch wer kann's mir nachweisen, du nicht, Homes? Du bist kein Gegner, feg deinen Kopf. Ich geb mir keine Mühe mehr wie Gott. Klaue alles, was ich spitte, doch wer kann's mir nachweisen, du nicht, Homes? Denn wer klaut, ist ein Dieb und wer ihn anzeigt, ist ein Kopf. Ich will keine Kopf. 1, 3, 2 sind für mich nur Numbers. It's a Numbers Game, so wie beim Zahnarzt. Wenn er meine Zähne anguckt, sagt er nur ein Sender. Ich bin die Nummer 1, 1, 2. Was geht ab, Mike Chat? Ich bin da. Wo soll ich sonst sein? Ist doch klar. Ey, Backpfeifen aus dem Car, Drive bei Hand raus und hoffentlich keine Straßenschilder, so wie ich grime, malen alte Meisterbilder. Deutschland hat Drill für sich entdeckt, cool, als nächstes kommt vielleicht Besteck aus Silber und das Rad. Mir doch egal, ich klau alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Nehm es mit und benutze es, um 1000 Klicks daraus zu getten. Wie eine Bäuerin mit einem Eimer Milch. Du bist ein Berg rauf, aber es ist Silent Hill. Du bist ein Berg runter, leih dir den Schlitten aus. Du bist mein Freund sein, leih dir 200 Euro, Bro. Also mir meine ich damit, leih mir 200 Euro, Bro, ja, ja. Du bist kein Gegner, fick deinen Kopf. Ich geb mir keine Mühe mehr wie Gott. Klaue alles, was ich spitte, doch wer kann's mir nachweisen, du nicht, Homes? Du bist kein Gegner, fick deinen Kopf. Ich geb mir keine Mühe mehr wie Gott. Klaue alles, was ich spitte, doch wer kann's mir nachweisen, du nicht, Homes? Versuch es doch. Ich glaub von allem, was lebt wie ein Photoshop. Nehm es raus, wend es an, niemand weiß, woher es kommt. Josef Stizzy, ich war ein Fußballgott, aber nein, nein, mein Meniskus sagte, schau viel ab, wie der Schwanz von der Echse wuchs nach, aber ich war nicht derselbe gut. Dann war ich Skater, lernte hier Flip von Aaron Cairo, der wurde Scientologe und fuhr auf einer Tür, stand auf einem Skateboard. Okay, yeah. Nur mehr MCs crowdfunden ihre scheiß Alben, aber ich spende nicht und hoffe, dass sie das Ziel nicht erreichen. Die armen Spotify-Server brauchen auch ne Pause, yeah. Ich mach noch 1000 Mixtapes, fall dann tot um und meine Leiche fickt euch weiter. Macht noch ein Mixtape und noch ein Mixtape. Sie macht noch ein Mixtape und noch ein Mixtape. Und dann noch ein Mixtape und dann noch ein Mixtape. Dann macht sie noch ein Mixtape und dann macht sie noch ein Mixtape. Yeah. Okay. Du bist kein Gegner, fick dein Kopf. Ich geb mir keine Mühe mehr wie Gott. Klaue alles, was ich spitte, doch wer kann's mir nachweisen, du nicht, Homes? Du bist kein Gegner, fick dein Kopf. Ich geb mir keine Mühe mehr wie Gott. Klaue alles, was ich spitte, doch wer kann's mir nachweisen, du nicht, Homes? Du nicht, Homes, nein, du nicht, Homes. Du kannst es mir nicht nachweisen, scheißegal. Ich schicke noch Freestyles auf die letzten 20 Sekunden von dem scheiß Verse-Track, keine Ahnung. Meine Flows sind immer die Ladung, meine Flows sind viel zu cool für dich. Du solltest sie immer mal kaufen bei einem Großmarkt. Was du machst, ist nicht so cool. Was ich mache, ist viel zu nice. Ich coole mit Cola, 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 aber ohne Eis. Denn das Eis ist separat, zieh es durch die Nase rein. Crystal Meth Stadt Leipzig City 002. Ah. Was für 002, das ist nicht die Zahl, die hier in der Stadt ist. Mir auch egal, Mann, ich esse nur die Rinde von Bäumen, Junge. Rosmarin-Tee in einer schönen Keramik, was war das? Immer im Saal, bis es die Oper eingerückt in den Unterboden unterbrochen wird von einem Terroranschlag oder einer Bombendrohung oder ein Amoklauf aus Gaspistolen oder aus Echten sitze ich im Kapital und zähl die Bars, die offen Spaß, die Terrorgefahr besiegt nicht unseren Spaß. Und die frohen, freien Augen eines europäischen Gepards oder der holländische Igel. Er liebt sein Käse und lässt ihn nicht von fundamentalistischen Kräften unterbrechen. Ich sitze in meinen vier Wänden und zähl die Messen. Und wenn ein Schuss durch meine Birne geht, will ich, dass mein letzter Gedanke liberal ist. Denk an die Freiheit, die können ihr nicht schaden. Ideen sterben nicht, nur ich. Endlich im Kugelhagel, starke Arme und am Telefon. Mein Landesregierungsvorsitzender erschwitzt, denn ihm geht es nicht an den Kragen. Arme, ich bring mich raus ins Feld, wo jede Tretmine einen anderen schönen Schatten wirft. Überall Feinde außer drinnen, überall drinnen außer wenn wir nicht gewinnen. Der Vormarsch, der Fromage, hola, lies mein Travel-Blog auf den Sofas. Überall sind die Leute so nett. Danke Shakespeare für die Erfindung des Sonetts. Mein Flow brennt wie eine versprochene Welt. Meine Kinder werden aufwachsen ohne Doktorinen oder Dolomien schaufeln oder Dollarminen oder im Sommer grillen oder Stoff vermitteln oder Stoffe knicken. Und wenn ich erschossen werde für die Freiheit und so, dann öffne ich im Jenseits eine weiße Marlboro, nehme einen Schluck von einem Bananenweizen und sage, nichts wert war die ganze Scheiße.
Sagen wollte. Zwei CL auf dem schönen Tisch verteilt, ich bin Driplord, mein Passwort ist Memorium. Gigi, wow, du machst es gut, versuch es noch einmal und diesmal denk daran, dass du es schaffst. Ich mach ein TikTok, glaub ab, ich hatte Little League, ey, niemand schau ab. Ich bin ein Show-Off, guck, mein Brief wird schwerer, findet seinen Weg in deine Fresse. Ich bin Nummer 1, aka der Beste. Meine Musik geht es um Frieden und Ruhe, Sänger singen auf den Takt der Dali-Uhr. Ich kenne nur ein Mindstate, ich bin ein Podcaster wie Sammy Deluxe, run with it. Ich bin kein echter Italiano, Chris mag meine Sandwiches nur mit Petersilie. Sorry, ich wollte nicht so rennen wie eine, ganz bei Spiel entspannt in deine Kleine. Und danach geht sie ab, okay? Auf dem Teppich eine Zeichnung von der Lama. Ich steh barfuß an der Ladentheke. Glassplitter in meinen Warenfüßen. Gebe allen Jägermeister aus und fange es abzuschließen. Am nächsten Tag alles auf, weil Mamba war ganz easy, ey. Krieg kein Geld mir doch egal, dann spar ich eben. Ich bin ein Vermieter im Herzen in der Brieftasche, ein Barometer. Nur Verquatscher und Verkonsistent im Münzfach ist ein Loch, aber ich hab dadurch noch nicht verloren. Jeder Tag ist eine Möglichkeit, eine Tür zu schließen. Bis zum Yacht, du bist ein weiter Gorg. An der Wannsee, Haltestelle, bis der Teich und wir sind einfach Lebensfreunde. Kleiner, leider kann ich nicht in die Vergangenheit, was heißt leider, rede rough wie die Oberseite eines Echsenwesens in der Wüste, wo die Feuersalamander leben. Respekt an Michael, Bulli, Herbig und seine Freunde, danke für das schöne Fernsehen. Respekt an alle, die mich respektieren, auch an die anderen von mir Respekt. Liebe es, Respekt zu geben, ich bin abhängig davon wie von Crystal Meth. Trinke Honig, Bad im Wasser, fuck auf Badewasser, irgendwann war ich in einem anderen Leben einfällt und das war nicht so nice und wer weiß schon, kann sich daran erinnern, Homie, vielleicht war ich ein Narr, aber deine Kämme soll mich in diesem Fall aus deinem Mund lassen. Male meinen Namen mit Strom, in Strom, in Strom, maximiere den Ertrag des Feldes mit dem Sekizide, leg dich hin, komm, dünne Burger, 50, trinke Kilo Sunrise, denkst du echt, ich kann das reparieren, maybe, fuck, walk, walk, du schaffe, ich kann tanzen wie ein netter Regen, Kropfen, saufen, Money, Rand, was rauskommt, ist nicht wichtig, fuck, wie lange soll das bitte weitergehen, eine scheiß Ahnung hab ich nicht, vielleicht die Motten in der Wolle meines Mannes wärmer machen, dann muss ich nicht mehr frieren. Mach es für zwei Leute cool oder für drei Leute cool oder einfach nichts wie ein trockenes Blatt in einem Pool. Ich bin eine Falle, buh, dolle Mut. Geld für mein Anwesen findet sich im Spendentopf. Besser noch, ich bin bestes Model wie Hasselhoff auf der Mauer in Nanny Mode. Zeig dir, was du machen sollst und mach ein Wallrunner, Coldrunner, call, call, call meinen bei Minecraft und nachschauen, ob da schon vorbei ist. Du kannst das nicht leiden, Bruder, dann hör ich das alleine. Zwei Dinger für meine Ohren, die wachsen bald von alleine. Wie geht's? Wollen mich gerne signen, denn ich bin ordentlich, oder no? Oder no, no, no. Mach es für zwei Leute cool oder für drei Leute cool oder einfach nichts wie ein trockenes Blatt in einem Pool. Ich bin eine Falle, buh, dolle Mut. Geld für mein Anwesen findet sich im Spendentopf. Besser noch, ich bin Legende wie Casio Uhr oder Laminat in der Sonne Schuhe. Egal, ich kicke Rockefeller von dem ersten Platz. Der reichste Motherfucker, er ist nicht der reichste Motherfucker. Mir egal, sie wollen mich ohne Hose sehen wie Donald Duck oder Dolly Buster. Ich muss so wie Wally manchmal aufräumen. Ja, 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 mach es. Ja, mach es für zwei Leute cool oder für drei Leute cool oder einfach nichts wie ein trockenes Blatt in einem Pool. Ich bin Falle, buh, dolle Mut. Geld für mein Anwesen findet sich im Spendentopf. Besser noch, ich bin Metal wie Lemmy oder mal Rapper wie Nelly oder mal Feature-Gast bei den Migos wie Katy Perry oder vielleicht Amigos, die deutschen Besten nicht lieb ist, sondern haben Schwierigkeiten zu zeigen, wie es ihnen geht, wie es ihnen geht, wie es ihnen geht. Ich bin in der falschen Stadt, immer wie in Alaska, so dunkel und eigenartig, immer in der falschen Stadt, in der falschen Stadt, ich bin immer in der falschen Stadt. Mach es für zwei Leute cool oder drei Leute cool oder einfach nichts wie ein trockenes Blatt in einem Pool. Ich bin eine Falle, buh, dolle Mut. Dicke Geld für mein Anwesen findet sich im Spendentopf. Besser noch spende jetzt und fühle dich besser sofort. Dann nach 30 Dinger und dann gute Nacht. Ich bleib bis Fußball wach und versuche ihn reinzuhauen. Reinzuhauen, ja, yeah, ich versuch ihn reinzuhauen. Ich versuch ihn reinzuhauen.
Du bist Kid Rock mit Diddy Bob gemischt, go for it, easy. Selbst kein Pferde sagen, das ist ein Bob, yeah. Und ich bleib dabei, merkt ihr das? Ich trag immer noch Jack and Jones, doch ich bin nicht derselbe Vollposten, denn ich kompostiere immer richtig, arbeite im Garten und vergrabe meine Bibel. Stell dir vor, das ist ein christlicher Song. Wach auf, gehen wir zurück zum Anfang. Ein Hebräer, ein Aramäer und ein Berber beträgt eine antike Taverne. Irgendwas sagt mir, ich lande heute noch in der GQ. Das ist was mein Fit offensichtlich, doch Fit, du bist nicht ich, Mann. Du bist nicht mein Weg. Think about it, man. Ich bin ne andere Sphäre. Verbesser mich mit Nichtwichsen und kein Duschen und Plotin lesen, bis ich mein Ziel erreiche. Ja, nicht related damit, aber ich bin Kontra K. Yeah, Sally Hart, St. Petersburg, Party Hart. Yeah, Dreamer besser, ich bin raw und sowas. Dopermann Flex, Doppelcola. Zwei Patchoulis in jeder Hand. Fühl mich wie ein Underrider auf meinem Rider, nur nach Rosenwasser. Komm in meinen Blog. Komm in Sarkoni, google mein Stock. Nehme mir staatliche Aktien, werde Bonze. Dann kannst du mir nicht mehr in deinem Kulturzentrum spielen. Schade, Schokolade, so verändert sich die Lage. Ja, ich bin ein harter Typ wie 13 Ballacks. Fick den Barkeeper nicht, dabei hat er nicht mal Johnny Walker. Weiträumige Gedanken verlieren sich im Strom der Wolke. Träumerische Aussichten in einem Wasserboot am Grunde der Donau. Denk die Flüsse dieser Erde immer mit, denn sie ist Spendenleben. Denk dein Leben konsequent zu Ende und du wirst etwas erkennen. Ja, denk mein Leben konsequent zu Ende, ruf mich an, ich verrate dir etwas. Ich bin zwei Teile von einem Salt and Pepper. Kokain-Taxi kommt zu mir in meine Wohnung, ich sag nein, ich kann grad nicht, ich kaufe online Feuerwerkskörper für Silvester. Ich feier es, Feuerwerkskörper zu kaufen online. Hui! Yeah. Attention, please. Yeah. Yeah. The Who ist meine Lieblingsband, meine Lieblingsserie ist Doctor Who. Ich bin Psychologe und akkreditiert, um ein Teil zu sein von deiner Crew. Also nehm mich auf, bitte. Ich stell zwei Gläser an die Wand, wenn ich schlafen gehe. Check die Temperatur und das Barometer, es hat sich was verändert. Die Innentemperatur meines Autos ist Trash Faktor 100. Ich bin fett wie eine fette Fliege am Fenster mit deinem Hotdog in der rechten. Links ein zersprengtes Glas, was mich, keine Ahnung. Ob du verstanden hast, worauf ich hinaus will, meine abschließenden Worte sind auf der letzten Seite. Ich bin ein großzügiger Unternehmer, aber ich wohne in der Prärie. Komm auf mein kleines französisches Häuschen, leg dich mit mir in den Hammock, ich lese dir was vor von Madame Bovary. Außer mir und 44 Karat macht keiner solche Musik in Deutschland, dafür gern geschehen. Außer mir und dem Grundstar kannst du nirgendwo Sterne sehen. Ich hab Angst, dass meine Kinder oder Enkel mich sterben sehen, rausgehen und danach sagen, scheiße, der Alte ist gestorben, aber wir leben noch und sich einen Kaffee holen gehen. Die Brutalität in der Natur, welche Dokumentation guckst du? Die von der Gazelle oder die von dem Löwen? Diese Line basiert auf einem Meme, das mir zugeschickt wurde von Barbus Böber. Respekt an alle Kinder der Mahnwache. Unter den Röcken findet Fortpflanzung statt. Die Demonstration ist gut besucht. Ich gebe mein Tuch ab, denn ich bin gut betucht. Yeah.
Panzer hoch, um nicht klarzukommen. Ich bin down low, glänzende Capri, sondern im Entnahmen die Tonne, Bonne, das Haus darum. Rapp ich wie ein neuer Wurf, wieder taub, noch Sturm, ich kick bloß den Hammer. Bro, don't twitter, wenn ich vor dir stehe, bleibst du undercover. Oh, ich hab den Style, die Bönchen, Bro, ran, wenn ich komm, denn dann wird ein sicher Fight. Das ist keiner Maui, ich immer wie ein Kristall, vor allem, wenn man meine Seele zeigt. So, hat viel Button, das Second Bild, dann komm, halt mir egal, ich bin gut am Chillen, keine Wut, kein Grill. Denn der Uni keine Bildzeitung, die mich respektiert, jetzt fordere mich nicht raus, ich bin laut wie ein Knall in dem Tunnel. Du willst was lernen, dann mach den Mund auf, ich guck rein. Und wenn volle Info kommt, raus, ich nicht durch, aber relevant, wenn du mich fragst, bitte meine Katze nicht mit Fistkast, sondern mit MC-Köpfen. Dabei hab ich Allergie auf die, naja, was soll's. Ich euch Freestyle-Fest, so wie diese Voice-Gemälde, null Problem, ich bin ein Grammy-Gang, das wäre Gedanken, ein dummer Rapper, zwei Würstchen zu billig. Wie soll das gehen? Zwei Würstchen zu billig, wie soll das gehen? Das geht doch nicht, das kann nicht gehen. Zwei Würstchen, deine Mutter erlaubt dich, zwei Würstchen billig, wie soll das gehen? Ja. Ich bin besser wie der eine Gorilla mit Silberfärbung. Kein Bock, mich das damit zu beschäftigen. Fuck man, aber auf Dauer reicht nicht. Das ist jetzt der Essen, glaub mir, besser mal. Ich hab keinen Zeit, damit was dann egal. Morgen du siehst vielleicht mit Kacken, aber heute nicht. Ich steh auf und dann läuft. Das ist kein Show, das ist neu. Das ist nicht für mich und die Boys. Sondern für die machen du mich so, als würdest du spacken. Ich bin so ruhig so lange gewesen. Denn Moment, ich war da. Wo denn sonst in deinem Bad? Klau die Fliesen und das warme Wasser und die Kranzwürste. Denn ich hab keinen Star. Jesus Stissi-Stein ist mein Name, aber nicht der, den mir meine Mutter damals gab. Sondern vom Himmel kam er an. Folgt mir nicht auf Insta, folgt mir und dann, folgt mir dann und wann. Billy, wieso hast du zwei Würstchen? Sag mir Billy, woher hast du zwei Würstchen, Billy? Woher hast du zwei Würstchen, Billy? Woher hast du zwei Würstchen, Billy? Warum erlaubt dir deine Mutter zwei Würstchen, Billy? Billy, warum erlaubt dir deine Mutter zwei Würstchen, Billy, Alter, warum? Warum tust du mir das an? Ich war nur ein kleiner Mann, ohne Spiegel und ohne Kamm. Aber dann kamst du zu mir an und zeigtest, dass es auch anders gehen kann. Und verschwandest dann. Wie soll ich noch bei Skyrim der Diebesgilde beitreten? Wie soll ich noch bei Mario Kart die Wüstenstrecke fahren? Wie soll ich noch bei meiner Tante Klöße essen gehen, wenn du ausgehst mit einem Startup-Businessmann? Wie soll ich noch bei Skyrim der Diebesgilde beitreten? Wie soll ich noch bei Mario Kart die Wüstenstrecke fahren? Wie soll ich noch bei meiner Tante Klöße essen gehen, wenn du ausgehst mit einem Startup-Businessmann? Ich seh dich noch auf Instagram mit schönen, hingewandten Fotos. Dann frag ich mich Han, ob er sich über deine Wandtattoos so lustig machen kann wie ich in all den Jahren. Aber es ist vorbei, du bist weg und ich bin am Ende tot wie Genghis Khan. Und du bist jetzt in Dänemark und schaust dir Seen an mit deinem Startup-Businessmann. Wie soll ich noch bei Trackmania die letzte Strecke fahren? Ich spiel kein League of Legends mehr, kein Top Lane ohne Tam. Wie soll ich noch bei meinem Onkel Klöße essen gehen, wenn du jetzt ausgehst mit einem Startup-Businessmann? Bei Fallout geht die Bombe immer hoch über Megaton. Und bei Tetris kommen nur noch immer die gleichen Farben. Wie soll ich noch bei meinem Bruder Klöße essen gehen, wenn du jetzt ausgehst mit einem Startup-Businessmann? Ausgehst mit einem Startup-Business, Mann. Bitte mach mich groß und stark wie eine Düse, Motherfucker. Ich bin real wie eine 7.
Leute bewerten mich auf eine Skala, aber in der Skala war ich nie zugegen. Vielleicht ein, zwei Mal doch, aber fühlt sich nicht an, wie das richtig ist. Ich habe meine ganzen Sachen viel zu oft erzählt, es ist wie eine schlechte Serie. Eine Folge von Sopranos, danach eine Folge von Community. Eine Folge von Californication, hoffen, dass die Junge mit der Frau zusammenkommt am Ende. Alle machen Auge auf mir, so wie Fetty Wap. Ich bin kein Rapper wie Melly Mel oder Vinnie Pass. Ich bin ein Rapper wie Lady Ad oder Candyman. Ja, oder wie LeBron mit Triples auf Block, wenn ich nicht gewinne, was ich wirklich denke, deswegen, na, uff. Oder wer weiß, vielleicht wird das nice und ich wär bald reich für die Geist, aha. Und ich wär bald können wie Ludwig dieser Norm. Fuck man, ich will dann in meinem Bild. Roll auf meinem Tod. Ich bin auf der falschen Piste aus dem Boss im Telefon. EFZ hat mich nicht reingelassen, so bin ich Attentäter. Eine deutsche Oma sieht sich aus, sie wird mir Hackenpeter. Ich war schon vor 32 Tagen so, hab vergessen, was ich sagen wollte. Kaufe bei C&A einen Anzug, geh zur Schulung, das ist meine Kragenweite. Bisschen Geld auf meinem Konto reicht für eine kleine Pünze. Alle kennen den Moment, wo man denkt, irgendwann wird das vielleicht vermissen. Check den Style, den ich kicke und merke, ich bin nur inspiriert von den Maschinen. Check die Kanalisation, du findest wie gekillt in Ninja Turtles Liebe. Machst du lieber Aluminium oder Stahl? Mir ist beides scheißegal. Ich bin kein Österreicher, komme nicht aus Wien oder Graz oder so, also wende bitte nicht diesen Maßstab bei mir an. Ich bin nur ein einfacher Arbeitsmann, der gerade keine Arbeit hat. Ich bin groß und stark wie eine Lavalampe, Soße und Salat, Suppe und Schott ist die Vorspeise am Start. Gib mir Molotov-Cocktails, ich werf sie Mortal Kombat mit sich auf die Papierkuhberge von Dettenbad. Ich bin der beste Arbeit, ein kleiner Typ wie Philipp Lahm. Bitte mach den Sitz gut fest, ich respektiere nur Sebastian Krumbiegel und sonst niemanden. Na gut, ein, zwei andere kommen noch ran, vielleicht du in 50 Jahren oder in 100 Jahren. Vielleicht wird ein Sebastian Krumbiegel nicht mehr so alt sein, wie er gerade ist und wir können mal eine Feature aufnehmen oder wenn er tot ist, seine ganze Verstand auf, wird in die Cloud abgelaudet und wir sind beste Freunde können wir sein in der Cloud, Baby, du und ich, Sebastian Krumbiegel und ich zu zweit, ich geb dir mein Pokal, er ist jetzt ein Schakal, friss mein Fuß, jetzt bist du gut drauf, du, yeah, ich denk mir das nicht aus, ich hab das auch geschrieben mit einem guten Sinn dahinter, alle Leute denken, sie wären cool, aber in Wahrheit sind die Kinder, alle Kinder waren Menschen, alle Menschen waren mal tot, ich sag das nur, weil ich... Hippie. 150 Jahre seit dem letzten Mal, ey. Immer auf der Arbeit, so wie Biedermeier. Circa 25 auf der Richterskala. Jeden Abend immer auf der Wintergala. Leute machen Pictures mit der Ballerklappe. Ich hab ja kein Geld für einen Wintergarten. Kleine können nicht mal mein Gewissen tragen. Rockstar so wie Niederhaken. Vergiss lieber niemals deine Niederlagen. Ich möchte eine Barstelle und die Kieler haben. Oder hinter der Barstelle und nicht mal was bezahlen. Leute sagen mir, ich hätte ein bisschen einen Schaden. Ob sie persönliche Interessen hatten. Keine Ahnung, chille hinterm Wagen. Vielleicht werden alle hier irgendwann 70 Jahre. Vielleicht werden niemand auch nur eines. Dein ganzes Rap ist nur eine Leier. Mein ganzes Rap ist ein Sire. Und meins auch, ist doch klar, Mann. Mache viel zu leicht oder mach Dollar. Mache einen Schein, vielleicht ein Dollar. Das wird ein schwerer Witz, wie ein Rover. Ich glaub an die Sachen wie Jehovah. Deine Bilder hängen unterm Poster. Deine Poster liegen unterm Sofa. Track hat viele Schichten wie ein Oger. Nein, nur eine Schicht so wie die Tora. Ich meine, das Papier ist nur dünn oder sowas. Das ist zugeschnitten für die Omas. Und Leute mit den schillernden Aromen. Mache das 10-jährige Diplome. Muss vielleicht mal Mal Wasser holen. Was soll das denn überhaupt bedeuten? Deine Mutter rappt nur ohne Leute. Mache diese Scheiße nur ohne Zeugen. Nicht zu kontrollieren wie eine Meute. Aber leicht so anders denn heute. Ja. 150 Jahre seit dem letzten Mal, immer auf der Arbeit, so wie Biedermeier. Circa 25 auf der Richterskala, jeden Abend immer auf der Wintergala. Leute machen Pictures mit der Ballerklappe. Ich hab ja kein Geld für einen Wintergarten. Kleine können nicht mal mein Gewissen fragen. Rockstar so wie Niederhaken. Vergiss lieber niemals deine Niederlagen. Ich möchte eine Barstelle und Tequila haben. Oder hinter der Barstelle und nicht mal was bezahlen. Leute sagen mir, ich hätte ein bisschen einen Schaden. Ob sie persönliche Interessen hat. Keine Ahnung, chille hinterm Wagen. Vielleicht werden alle hier irgendwann 70 Jahre. Vielleicht werden niemand auch nur eines. Dein ganzes Rap ist nur eine Leier. Mein ganzes Rap ist ein Sire. Und meins auch, ist doch klar, Mann.
denkst du? Mach ein bisschen leichter, dann mach Dollar. Bam, bam. Ja. Mach einen Schein, vielleicht ein Dollar. Bam, bam, bam. Das wird ein schwerer Witz wie ein Rover. Okay. Ja. Ich glaub an die Sachen wie Jehovah. Wie? Ja. Deine Bilder hängen unterm Poster. Ach so. Ja. Deine Poster liegen unterm Sofa. Ja. Track hat viele Schichten wie ein Ogre. Ja. Nein, nur eine Schicht wie die Tora. Ja. Ich meine, das Papier ist nur dünn oder sowas. Ja. Das ist zugeschnitten für die Omas. Ja. Und Leute mit den schillernden Aromen. Ja. Mach das 10 Jahre die Diplome. Ja. Muss vielleicht mal Wasser holen. Ja. Was soll das denn überhaupt bedeuten? Nein. Deine Mutter rappt nur ohne Leute. Ja. Mache diese Scheiße nur ohne Zeugen. Ja. Nicht zu kontrollieren wie eine Meute. Aber leicht so anders denn heute. Ja. Hast du mich? Ich hasse dich auch. Früher mochte ich Vic Mensa, jetzt ist der Typ Präsident. Wow, man redet nicht über Sachen, die nicht wahr sind, sonst werden sie wahr. Ich hab pro Tag paar abergläubische Bewegungen und Rituale. Sinngemäß, weil ich nur sage, ich bin in diesem Zimmer jedes Jahr. Und immer wird es ein schöner Neuanfang. Keine Ahnung, ich werd alle 3 Tage gesund für einen Tag. Und das Leben geht immer einen Schritt weiter wie in Myanmar. Der Militärputsch, kennt ihr das Video, wo die Frau im Vordergrund Pilates macht oder so? Keine Ahnung, jetzt ist es... Ich hab jetzt Instagram, meine Freunde laufen immer rum und machen Musik mit Videos oder Fotos oder machen Werbung für ihre Projekte, ja. Ich wär gern ein ernst trinkender Kasache mit Kind, dass ich nie seh, wie Skript ein Hit lauscht, stattdessen nur so eine Type Beats, naja. Ich lerne produzieren auf einem MacBook in der Scheune, wie Michel aus Lönneberger, Bando, Bando. Jeden Tag kommt ein schöner neuer Newcomer mit Videos, die aussehen wie ein Showreel für einen neuen Farbwärmeeffekt auf der Kamera. Reiß dich zusammen, mein Freund, du bist nicht Crow. Mach doch ein Video, reiß doch im Studio an, mach ein Kind und nenn es Ford. Ja, nenn es Ford oder nenn es Autowerkstatt des Vertrauens. Meine Kinder nennen mein Auto Vater, ein YouTube-Sprache, study my dad language, du findest nichts hier drinne. Hör dir alles an und frag dich mal, alles was ich sage sind alternative News. Ich guck mir die Leute auf der Straße an und stell's mir nackt vor, das sind alternative Nudes. Deine Tante mag Billy Talent, warum? Wegen der Assonanz von Tante und Talent. Ich bade nicht in Band, ich bade in Rutschen. Ruf McDonalds an, frag sie, ob sie mich noch kennen. Ich ass Chicken Nuggets als Bambino. Die Panade sammelt sich unter Kopf. Ich bin ein Unterjoch, Dschungelcamp, Veteran, Fußballgott. Volleyball ist ein guter Sport. Und warum ist kein Geheimnis wie Turandot? Sprich mir nach, reiß dich zusammen, mein Freund. Du bist nicht Bro, mach doch ein Video. Reiß doch im Studio an, mach ein Kind. Und nenn es fort, ja. Yeah. Letzten Freitag 0 Uhr kamen so viele Videos raus. Ich finde diese Formel ist Mord. Aber wenn du Geld machen willst, entweder das oder meine Eltern hatten doch recht. Ins KitKat brachte uns Gida. Er war Däne und groß und Berliner. Don't tell me anything about the city. I build it up like a Trümmerfrau nach dem Krieg da. Ja, so bin ich halt. Involviert, sozial engagiert, konzentriert. Auf das Erreichen meiner Ziele fokussiert. Ich hab gehört, in manchen Kreisen wird viel kokainiert. Ich hab gehört, wie vor dem Fenster eine Amsel ihre Kinder gebiert. Ich meine Eier. Lass uns Spaß haben. Ich meine kein Dreier. Ich mein zuhören, in die Augen schauen, in die Augen schauen, in die Augen schauen. Ja, ja. Reiß dich zusammen, mein Freund. Du bist nicht Bro. Mach doch ein Video. Reiß doch im Studio an. Mach ein Kind und nenn es fort. Reiß dich zusammen, mein Freund. Du bist nicht Bro. Mach doch ein Video.
schönes Wort. Du hast ein Death Grips Type Beat mit einer Vanilla-Kopie von irgendeinem scheiß Penner. Wenigstens nicht merkst, wie er sagt, dass wir jeder in unserer eigenen Bubble feststecken. Mir egal, ich trink Robbie Bubble, bis ich besoffen bin mit E230 und wie Bodies jetzt und zittern muss bei der Versammlung. Schau Dagobert Duck dabei zu, wie er systematisch deine Familie an die Wand fällt. Guck auf die Uhr, Death Grips Type Beat Time. Hier in Deutschland hat man noch nicht gelernt, wie man nice kopiert. Immerhin kopiere dich selbst, red vom sogenannten Funk. Du bist Underground Type Rapper. Als ich die Industrie zuletzt kritisiert hab, war ich Soziologie erstes Semester. Fuck man, riechst du das Regenwasser in meinem Dojo? Solarbetrieben, Passivhausen, viel Liebe, Yogi-Tier, Yoga-Hunde machen, bis die Nachbarn wählen. Check endlich, du bist allein ausgeliefert, eine Stunde Sci-Fi, Magnesium, Strahlen, UFOs landen in deinem Scheißkeller. Blip-Blop, Kai Pirinius, ich bin in den 80er Jahren geboren, seitdem hat sich nichts verändert. Crack wurde zu, Quaaludes wurden zu, Fentanyl wurde zu, Kokain wurde zu. Oh, ey, das betrifft mich gar nicht. Wenn ich ein Junkie sehe in der U-Bahn, dann stecke ich eine Büropflanze in den Arsch. Dir, wow, ich treff den Tag für Straßenbahnscheiben mit nem Schneeball. Hör mal zu, das ist leiser Schneefall. Der Fluss ist vereist und wir fahren leise Schlitten. 1899 nachkoloriert, Schneeballschlacht. Alle rutschen aus und müssen ihre Röcke lüften. Ich schlage zu hartes Brot gegen die Stirn, mache Wache vor 200 Jahren auf und bin ein Diener. Ich trink Knossis Alk und werde fast zum Attentäter, aber kann mich Gott sei Dank noch deradikalisieren. Ha, Calabrese, du warst in der Platte gut, dann bist du ausgeromantisiert. Die DDR in der kritischen Einführungswoche, ich töte Kaninchen in meinem Garten. Ich bin ökologischer Unternehmer, ich bin ökumenischer Massenschläger. Ich bin judeo-christlicher Superbürger, nichts was du sagst ergibt keinen Sinn. Ergibt deinen Sinn nicht mehr, ich bin trotzdem einverstanden. Trage Kick, Supremo, als ich Kind war, wollte ich nur eine Wand aus Fleisch zum Kicken. Als ich Pre-Teenager war, wollte ich deine Mama ficken. Dann wurde ich Teenager und interessierte mich eher für MMORPGs. Oh, mittlerweile bin ich über 40 und esse Schläger, aha. Crack wurde zu, Quaaludes wurden zu, Fentanyl wurde zu, Kokain wurde zu. Alle haben ihre Eltern, Freunde und die Crew. Ich auch, aber leider keine Crew. Ich rappe eine Stunde, du hörst zu. Was ich sage ist nicht klar, was ich sage ist tabu. Meine Freunde geben sich Mühe bei ihren Songs. Das ist doch kein Hip-Hop, wir sind hier nicht in der Bronx. Crack wurde zu, Quaaludes wurden zu, Fentanyl wurde zu, Kokain wurde zu. Eskinoa, schlage mich mit dem DJ des Goa, dazwischen den Bäumen bei der Illegalen sei er ausgehört. Yeah. Okay, ist mir zu heiß, ich will ein Killer. Was reden wir zu Zeit? Erzähl mir zum 80. Mal, was du sagen wolltest. Alt, ich bin eh nicht mehr so weit. Ja, hinter mir und vor mir liegen noch drei Leben, weil ich weiß, sich alles wiederholt in den Siegekreis. Gegen Krebs in deinem Kreis. Wie wenn man immer das Gleiche sagt, man wird über drei davon und der nächste kommt schon an. Wow, ey, da kann ich ewig jung bleiben. Kann ich ewig jeden Abend drei Sterne zählen und rumeiern. Kann ich ewig alles verschieben und schön schreiben. Man kann ich ewig dir alles verbieten und erlauben. Schieben, man kann ich ewig niemanden glauben. Wenn Tee ist mir zu heiß, es wird killet, jetzt reden wir allein. Erzähl mir zum 80. Mal, was du sagen wolltest, ey. Ich bin eh nicht mehr so weit. Man kann nicht ewig Typebeat suchen in MP3. Man kann nicht ewig sich fragen, ob es reicht. Man kann die nicht ewig hassen und darauf hoffen, dass sich irgendwas von dem ergibt, was man vorher schon gedacht hat, weil man kann nicht ewig machen und erwarten, dass es reicht. Man kann nicht ewig die alleine machen lassen. Irgendwann ist man auch dabei. Aber dann stabil und such ich den Space, macht es keinen Spaß. Andersrum, ich bin soweit, yeah. Man kann nicht ewig in seinem Nest leben wie ein Greif. Man kann nicht ewig leben in der Nähe derselben Brauerei. Man kann nicht ewig gehen, also eh nicht auf zwei Beinen. Bei dem Letzten guck ich gerne mal vorbei, yeah. Dein Tee ist mir zu heiß. Spill it, kill it, jetzt reden wir allein. Ich seh mir zum 80. Mal, was du sagen wolltest, Alter. Ich bin eh nicht mehr so weit. Yeah. Man kann sein Kiefer nicht ewig geschlossen lassen, nicht ewig sehen, nicht ewig bleiben. Man kann nicht ewig sich alles anhören und doch, man kann nicht ewig erwachsen bleiben. Man
kann ich ewig dein Ding machen. Und kann ich ewig über jeden Stein lachen. Oder doch, kann man? Ich bin beschäftigt mit Ballern. So alt, um sich im Schulen zu lassen. Keine Ahnung, jetzt muss ich Audi fahren. Oder für immer kann ich dein Ding machen. Man kann sich nicht ewig alles erlauben. Und umbuchen, irgendwann ist man da. Ich kann nicht reden, ich kann nur in meinem Kopf alles sagen. Ich kann nur alles da drin sagen. Yeah. Meine Hände tun weh. Ein Tee ist mir zu heiß. Spill it, kill it, jetzt reden wir allein. Erzähl mir zum 80. Mal, was du sagen wolltest. Ey, ich bin eh nicht mehr so weit. Ich bin nicht mehr so weit. Wie dem auch sei, spit Dollar mit Eis, rosa oder weiß. Check die Dornen und dann reiß sie ab oder lass sie liegen. Flieh vor den Konsequenzen der Spekulationen, die Malediven. Oder raus aus dem 38. und im Flug denk an dein Faxgerät und dein Hotdogs in der 38. Du hättest sie noch öfter essen sollen. Der Blutzucker macht jetzt keinen Unterschied mehr wie die Zugucker. Oder mit einer MP3 von Joe Cocker in dem Cockpit von der Boeing-Maschine auf die Bahamas in die Hängematte noch vor 7. Vielleicht sehen wir uns da, wenn du es geschafft hast. Sag Bescheid, sie gehen mit einem menschengroßen Dokumentenschredder auf dein Office zugleich. Ja, und du hast Fotos im Rahmen, die Dokumente in den Schubladen, die Grußkarten der Kollegen mit Fotos aus dem Steingarten. Wie wirst du dein Auto abbezahlen? Wie wirst du das Auto abbezahlen, wenn du tot bist? Also spring nicht, schluck die Pille und geh zur Theke zurück wie in American Pie, nein, American Beauty. Kennst du den Film oder war er nach deiner Zeit, Cutie? Kein Plan, aber spring nicht, auch wenn du springen willst. Der Börsencrash war doch nicht für dich, er war für die. Für dich war nur die Jalousie und der laue Wind in den Flitterwochen. Das ist für dich, das hast du verdient. Das ist, was mit dem Menschen geschieht. Du bist kein Verbrecher, du bist ein Eisvogel, der in dem falschen Nest gelandet ist, Kleiner. Ja, also spring nicht aus dem Fenster. Nein, nein, nein. Also spring nicht aus dem Fenster. Nein, nein. Du hast so einen schönen Anzug an, den würdest du zerknittern, wenn du aus dem Fenster springst. Also spring nicht aus dem Fenster, nein, nein. Yeah. Get the fuck off my bosses, they're eating strawberries and cream. Yeah. That's funny, cats are real balls. Yeah. Soll ich vielleicht versuchen, mich zu verkaufen an Amazon Prime? Oder bei Netflix reinzukommen mit einer Serie vielleicht? Oder vielleicht kämpfe ich vor den Red Bull Studios und sie lassen mich rein? Keine Ahnung, Mann, sagt keiner Bescheid. Einigen Künstlern mit einer sogenannten antikapitalistischen Haltung ist es doch ganz recht, wenn Adidas mal anruft. Aber ist okay, jeder muss sein Geld machen in dieser cruel World. Zwischen Hängermee und KDW gibt es keinen Widerspruch, er ist gestorben wie Juice WRLD. Leute werfen sich vor, dass ihre Kapitalismuskritik zu kurz greift. Mir ist es scheißegal, denn ich kommuniziere nur mit der Welt der Geister, wenn der Mond scheint. Und nehme
immer den Tod im Auto mit, so wie Shug Knight. Weißt du noch, das besetzte Haus, wo man noch alles diskutieren konnte? Dein Linkshand wurde gestellert mit Tränen, Gas am Nollendorfplatz. Trotzdem bist du ein 50-jähriger Spaß, der Erektionsprobleme hat. Ja, aber no front. Schön reden kann jeder, nicht jeder hat einen Balkon. Aber stell dich erstmal hin und verdien 6 Jahre kein Geld, so wie ich. Und dann sehen wir schon, wer von uns beiden Revolutionärer ist. Ja, die unsichtbare Hand holt mir einen runter im Schlaf. Verstehen Sie diese komplexe Anspielung gerade? Fast alle Rapper, die ich früher mochte, sind jetzt Trash. Aber keiner weiß wieso, holen sie Tango und Cash. Ich weiß warum, sie tanzen Tango für Cash. Dieses Wortspiel ist mir jetzt gerade eingefällt. Natürlich ist das überhaupt nicht der Grund. Egal was du postest, wenn du überhaupt postest, steckt sich ein Boss eine Erdbeere in den Mund. So läuft es. In 10 Jahren haben die Linken und die Rechten jeweils ein soziales Netzwerk. Und dann müssen sie nicht mehr miteinander reden. Das ist Social Commentary. Ich ficke mit dem Beat wie trotzdem mit Frida Kahlo. Das ist ein Name Drop für meine UDK Brutalus. Du bist kein Punk, wenn dein Video mehr als 10 Klicks hat. Schreib dir das hinter die Ohren, Wichser. Ich bin ein Kontrarevolutionär wie Lavrent Tiberia. Meine Idee ist blutleer, als wäre sie ein Anemiker. Werd lieber Neokon und weine der Familie hinterher. Jeder Vater wird ein Sohn und noch mehr. Wir sind alle Schmiede in der Schmiede des Lebens. Also werd endlich ein Alpha und hör auf drüber zu reden. Oh. Okay, dieser Song geht nicht raus an Johann Sebastian Bach. Ist nicht gegen Johann Sebastian Bach. Dieser Song ist nicht für Sie. Johann hat mich gefragt, ob ich mit dir Drogen nehmen will. Ich habe gesagt, ich lieg lieber zu Hause in meinem Bett. Yeah. Und denke an den Frieden der Zeiten. Yeah. An die Wirtschaft aus Ländern auf der sibirischen Halbinsel. Afghanistan. Ich habe neulich in Afghanistan einen Situationshumor gedroppt. Ein nicht ungepflegt aussehender Scheich hielt mich mit seinem Wagen an und sagt, einsteigender Herr. Und ich sagte, nur wenn Sie mir dieses philosophische Rätsel beantworten. Was macht ein cannabisabhängiger Mann in der Wüste von Vinutu? Vinutu ist ein kleiner Staat. Er liegt in Ozeanien. Ozean ist wiederum ein kleines Land, es liegt im Meer. Das Meer ist groß, aber ich bin klein. Wenn ich in meinem Bett liege und nicht an Johann Sebastian denke. Aber gerade wenn ich nach Hause wieder einen kleinen Softdrink trinken, warmen Traubensaft im Sitzsack konsumieren und dabei die Abenteuer des kleinen Herrn Hase lesen, welchen ich von der Stadtbibliothek entfliehe. Meine Mutter sagte mir, pro Comic 3 richtige Bücher lesen, Sohn. Und ich sagte, Mutter, zieh dir erstmal wieder frische Socken an, Mutter, bevor du mit mir redest. Ich habe die Socken gesehen der Mutter und die Mutter hat mich angesehen. Es waren solche Momente von Frieden, werde ich wohl nie wieder erleben können. Nicht hier und auch nicht in der Wüste von Afghanistan, wo ich jetzt gerade wieder darauf zurückkomme. Bist du noch der Scheich vom Anfang des Liedes? Er hat mich angepackt in das Auto. Wir fuhren und fuhren und plötzlich sagte er, Sensitivity deprived. I can't feel a single thing inside. In meiner Jugend habe ich meinen Vater geblamed. Doch nun, wo ich selbst ein Vater bin, blame ich nur noch den Buß, mein Herr. Es ist nur noch der Buß, mein Sohn. Und so fuhren wir weiter durch die Wüste und ich dachte an all die verlorenen Seelen und an die Familien der verlorenen Seelen, an die Großväter und die Onkel der Großväter und letztendlich ließ mich der Scheich aussteigen und ich legte mich mit einer Tube Belladonna Aloe Vera Creme von DM erstes Regal rechts in den Sand, der zu heiß war für mich in diesem Moment, aber auch zu kühl gleichzeitig. Er war auch gleichzeitig zu kühl. Das geht doch nicht. Bro, you're...
Yo, alle Party-Animals machen die Hände hoch. Wie geht's euch? Habt ihr eure Eispakete mit denen ihr eure Knie kühlt, nachdem ihr 10 Stunden gedanced habt? Ich hoffe, dass das genug ist. Ich hoffe, dass jeder von euch cool ist. Ich hoffe, dass jeder von euch zu viel hat. Zu viel von dem, was er braucht. Denkt daran, es geht nur ums Tanzen. Denkt daran, heute gibt's keine anderen. Heute gibt's nur dich, nur dich. Ich singe falsch, doch Autotune korrigiert dann mich. Korrigier mich, Autotune, auf ein gutes Niveau. Ich will abdancen zu der 10. CD von Max Dome. Max Dome. Max Dome. Crazy Frog, Max Dome. Yeah. Ich will Max Dome hören. Ich liebe es. Ich tanze dazu ab und vergesse, wer ich bin. Konzentriere mich nur auf meine animalische Seite. Max Dome. Crazy Frog, jemand schreibt ein Sextext über mich. Crazy Frog, Max Dome, auf Viva läuft jetzt mein Gesicht, schau mich an. Ich hab Pickel, ich hab Aknenarben, Pockennarben. Ich bring Leuten bei, wie man Gitarre spielt. Ganze 2 Jahre, wenn sie wollen, dann 4, wenn sie wollen, dann 8, wenn sie nicht wollen, dann mach ich es so wie Crazy Frog, Max Storm, Crazy Frog, yeah! Yeah, diese Lautstärke, ha! Huh? Ich bin jeden Tag hier draußen, spitte meine Flows für die Traurigen und Blauen, für die Gelben und für die Scheißgrünen. Mir doch keine Ahnung, Mann, ich mache das für meine Tüten. Ich hole meine Tüten raus aus meinem Scheißregal und tue sie in meinen Magen rein, du weißt schon, wie ich's mag. Ich esse gerne Suppe und manchmal wird sie zu Brei. Manchmal bin ich allein und manchmal sind Freunde dabei. Ich kicke Freestyle und ich spiele dabei Geige. Ich hab das eingespielt, Mann, du weißt schon, was ich meine. Ich war ein guter Junge und bin es immer noch und werd ein guter Erwachsener sein, ohne ein Loch in meinem Kopf. Das hoffe ich, wenn kein Krieg beginnt. Du weißt schon, das wär mal auch kein Riesending. Mach es mit Drohnen und Informationen. Keine Ahnung, für einen einfachen Fußsoldaten ist nichts zu holen. Vielleicht muss ich dann in die Armee. Vielleicht nicht, hoffentlich nicht. Vielleicht kann ich so mein Leben leben und die nächsten 60 Jahre schön bequem überall in einer Wohnung zu stehen und sie dann einzurichten. Mein größtes Problem ist immer die Einrichtung. Im Kindergarten war mein größtes Hobby die Streitschlichtung. Ich kann kein Wink. Vielleicht ja doch, keine Ahnung, Mann. Ich werde vielleicht im nächsten Leben Koch und im übernächsten Leben werde ich danach Garnele und im überübernächsten werde ich eine Makrele und im überübernächsten werde ich keine Gene mehr haben, sondern RNA wie ein Virus in der Sphäre. Das wird ein kurzes Leben oder vielleicht ein ewig langes. Vielleicht lande ich als E. coli Bakterium im Ganges. Ja, Mann, so wird das Leben weitergehen. Oder vielleicht wird irgendwas anderes dabei entstehen. Keine Ahnung, ich möchte als Kartoffel wachsen oder alles Zeit der Welt nutzen, um Stoff zu hassen. Ich bin jetzt doch erwachsen, nein, ich bin ein kleiner 1,76 großer Junge, weil ich bin ein Weiher oder ein Reiher. Mir doch egal, die 30 Track krieg ich schon voll meiner. Dafür, dass du auf Bandcamp 10 Cent abdrücken kannst. Ich kaufe davon, dass 7 Leute das gekauft haben, eine halbe Kugel Eis. Dafür reicht es nicht, Mann, es tut mir leid. Ich hab mal einen Track gemacht, wo es darum ging, dass ich mal jünger war und das Eis 60 Cent kostete drin im Jannis Eis. Aber jetzt kostet es über 1, über 1 Euro, vielleicht wird es teurer gleich nächsten Sommer, wenn Corona wieder weniger wird.
Oder übernächsten Sommer, wenn's noch weniger wird. Vielleicht verschwindet und ich wieder angeln kann in einem See. Oder vielleicht Rap-Songs machen mit paar Bars, wär okay. Vielleicht Konzerte spielen vor ungefähr 8 Leuten. Aber 8 Leute sind immer noch 8-mal so viele wie ich heute. Oder wie ich jemals. Ich glaube kaum, dass ich mehr werde. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal im Meer sterbe. Ich glaube eher, dass ich irgendwann an Land sterbe. Vielleicht in einer schönen Stadt wie Antwerpen. Nein, scheiß auf Antwerpen. Ich wäre ungerne irgendwo in so einer Stadt. Aber nichts gegen Holland als Land. Nur es fühlt sich einfach nicht an wie eine Stadt, wo ich gerne drin wäre. Ich stelle mir vor, wie die Gesichter da wären. Zum Beispiel viele Ohren und Nasen. Keine Ahnung, es geht nur um Wölfe und Hasen. Wie in Nupagadi oder wie in Tom und Jerry. Nur da ist es eine Katze und eine Maus. Ich bin ein lustiger Typ wie Jerry Seinfeld. Außer wenn mir nichts Lustiges einfällt. Ja gut, das kann ich nicht sagen. Das war berechenbar. Ich sehe, wie die Strecke sich länger wartet. Und zwar gucke ich gerade auf das Audacity-Feld. Keine Ahnung, man hat mich hier nicht zum Rappen bestellt, sondern für irgendwas. Ich weiß nicht was, trotzdem kick ich Bass. Jeden Tag und jeden anderen Tag. Motherfucker, ich habe wirklich meine Konzentration verloren. Vielleicht kann ich mir das nicht erlauben als LKW-Fahrer, aka Trucker, yeah. Meine Adams kommen aus der Hölle. Die Hölle heißt Leipzig Süd, was geht ab? Meine Freunde wollten, dass ich Priester werde, aber ich hatte darauf keinen Bock. Jetzt bin ich Anwalt, guck, putz meine Einfahrt, wasch meinen Wagen, bring meinen Müll raus. Ey, du hast was studiert, bitte? Pff, du bist ein Penner, sonst nichts. Während du Halftime warst und Lamir, war ich mit meinem Kumpel David investieren. Wir kaufen mit Einnahmen von ETF dein scheiß AT. Jetzt riecht es nicht mehr nach Pisse. In meinem Büro kriegst du Angst, versuch es doch einfach mit Gras. Während du denkst, du bist cooler als ich, bau ich ein Konsum in deinem Arsch. Ich komme auf deinen Campus, piss in die Mathe. Mein Kumpel David spuckt eher in die Jacke. Ich hab ein Meeting, du hast ein Plenum. Ich hab Rendite, du hast Krätze, du Penner. Yeah, ich bin ein gottverdammter Unternehmer. Du wirst von Gott verlassen in deinem Elend. Ich kaufe deiner Freundin das recycelbare Bett, das sie wollte. Jetzt ist sie meine Freundin, no offense. Aber so läuft es, Gesetze des Stärksten. Und jetzt bring mir ein Craftbier. Bring mir ein Craftbier. Ey, bring mir ein Craftbier. Bring mir ein Craftbier. Ey, zwei Typen wie David und ich, für uns ist es nichts. Geh aus dem Weg. Wir spielen kein Tischtennis, wir spielen Tennis. Wir nennen unsere Kinder nicht Dennis, also nicht unsere Kinder. Wobei, würden wir eins adoptieren, hättest das richtige Mindset. Aber egal, ich schweife ab, grinde am Tag, cash in der Nacht. Leg dich nicht an, wir sind zwei Haie. Du bist ein Guppi, du kommst aus Erfurt oder aus Halle oder aus Baden-Württemberg, Alter. Und was dir mein Kumpel David noch sagen wollte, ist das. Sieben Firmen von meinem Vater, danach sieben Kinder, jedem eine durch mich durchgelassen, wie die Siemens Oberfläche einfach. Costa Bravo, kein Top-Auto, Kindersicherung ist an, mit Familien in dem Nadelwald, gleich am Strand in Karten raus. Ich kann Handarbeiten sein und Dickpics posten, lässig in der Show zu sitzen und mich roasten lassen. Ja, das wär was.
bitte, bitte mach kein schlechtes Gewissen dafür, dass ich mich dafür entschieden hab zu campen. Noch eine Kugel Stracciatella, noch ein Tanzabend im Keller vom Hotel mit zwei der Sterne. Noch ein bisschen länger das Buffet mal offen lassen, denn ich war so lange raus gestern. Sektfrühstück und ein kalter Rücken deckt mich zu, weil wir's noch wissen. Mittlerweile ist es anders, aber keine Sorge, Mann, es gibt genug für euch. Von den schönen Tischen aus den Steinen an den Picknicks möglich sind, ich weiß. Keine Wohnung, nur ein Haus, kein Lohn, nur Passivrein. Aber ist okay, wer hat Probleme damit zuzulassen? We did not destroy the power structure, Adam Curtis, tut mir leid. Andererseits kannst du denn deine Dokus machen, hoffe, dass es reicht. Engländer sind die sich am schlechtesten benehmenden Touristen. Danach Russen hab ich in der Grafik so gesehen. Ich benehme mich immer scheiße, vor allem dann, wenn ich bei mir zu Hause stehe. Vor dem Spiegel ist mein Bauch gewachsen. Mann, ich weiß doch auch nicht, was man macht. Hab ein Körper, geh zum Strand. Ich hab das in dem Bild einmal gesehen. Warum machst du das? Warum machst du das? Ja, Beta-Blocker, nicht in meiner Tasche, dafür Sonnencreme und sowas mag es gar nichts, so wie meine Erdnussbutter, hau mich. Ich hab damals meinen Ofen nicht mal selber angeschlossen. Also wie will ich das Ideal von einem Hausmann jetzt erfüllen? Bitte, das sind Human Problems. Sag es während irgendjemandes, ich glaube, das sind Human Problems. Biometrics, sag mir meine ideale Zeit zum Fortpflanzen. Ist ein Handgefeilte, meine Güte. Weißt du noch die Zeit, in der wir nachts im Wasser Was auch immer. Gut, ich meine, ich kann mich schon mal erinnern, aber man muss vorne blicken, Sorgen machen oder Zecken aus der hypoallergenen Katze picken. Denn ich habe Katzenallergie und ich will das Scheißfutter nicht kaufen. Außerdem habe ich ein bisschen Angst mit deinem Tier im Haus, dass es mal nachts verrückt wird und dann meine Augen frisst. Mann, das wäre wirklich scheiße, ich hab dich gefüttert, Homie. Ja, warum machst du das? Warum machst du das? Keine Felder in Deutschland, auf denen man suchen kann, als wäre man Clipping oder Deathloops. Scheiße, wir haben keine einheimische Rap-Szene. Man kann so tun, als wäre man Materia, wenn man will. Aber das war's dann auch. Seit Max Bücher liest, Mann, ich hab noch nie etwas vergessen, den Elefant. KIZ ist mir viel zu ewig, Mann. Das ist einfach zu viel Dreck, zu viel Text, zu viel Swag, zu viel Coolness. Zu viele Oldschool-Vergleiche, wie wenn ich spazieren gehe, höre ich immer die Footies. Ey, wenn ich spazieren gehe, höre ich das schlagende Herz meiner lokalen Stadt. Wir haben einen lokalen Club, wo immer Drum and Bass lieber Mittwoch ausgetauscht wie ein Konsum. Und eine glasbedeckte Halle. Ach, darunter stehe ich und denke mir, verfickte Hallen. Das ist mehr als nur ein Flüssigpon. Nein, das ist nur Pillepalle. Ich werd wiedergeboren wie eine verfickte Qualle. Jetzt Haftbefehl war schlecht, danach gut, danach langweilig. Danach schoss er sich in sein Bein. Ich war immer schon ein hessischer Bub. Und wenn mir warm war, sprang ich in den Rhein. Ja, in den Rhein. Das ist gut. Sonntagabend auf dem Bratentisch, wo der Rotkohlgeruch die Nase trifft, die Bar, in der der Vater wahllange die Zahlen gibt, die die Familie belastet, dass der ZDF-Fernsehfilm nicht mehr genau die Ahnung trifft, die man hatte, als man sah, was ist das für eine Nahrungskette. Ich war gerade am anderen Ende der Angel, jetzt bin ich wieder da, wo der Haken ist. Ein ewiger Restaurant, auf der erst endet, wenn die Designing von Tratar sein eigenen Party-Arting-Film hat und Markus Steiger erkaltet im Straßengraben liegt. Aber nicht, weil er das Problem, sondern die Zeit anfängt mir zu versagen, shit. Bitte keine weiteren Befindlichkeiten. Ich will immer leiser werden und dann endlich still sein und dann schreien, bis die ganzen Wichser ihre Glasaugen verlieren und dann vergleiten. Hey. Meine Güte, wie kann man nur so ein heißer Hund sein? Dies ist eine Demo. Oder dieser Herr, der auf Erden steht, findet das Leben statt, guckt die Würmer an,
Von unten sehen sie aus wie kleine UFOs oder vielleicht Flamingos, aber ohne Beine. Da dreht sich das Wetter, das ist wieder ganz alleine, ganz alleine. Warum regnet es noch heute Nacht, aber tags soll es nur besser werden. Vielleicht mal ein Auto mieten, in den See springen. Oder nee. Vielleicht das mal ins Café, sich hinter bestellen, was lesen. Zwei Spiele, fünf Spiele, kurze Geschichten aus Amerika. Das macht dir keinen Spaß, denn du sitzt nicht in Turin, du sitzt irgendwo in deiner WG. Früher hättest du ihn angerufen, aber wen denn bitte? Jetzt immer YouTube für das neue Trailer von 2011 Limitless, bitte. Nein. Ich sitze alleine mit einem schönen Mac im Kopf und spiele Massive Attack bei Kopf Fellows, aber es ist nice und mellow. Aber dann fällt mir ein, ich verschwinde nur meine Zeit. Master Chief hat mir gesagt, ich wäre nicht so allein. Perle meint du schon, dann tun rein in die Haie. Und wenn man morgen aufsteht, ist man klebrig. Immer dieses Leben. Wenn man einschläft, dann ist man gut gelaunt. Aber am nächsten Tag hast du wieder Wutmelow. In jedem Schritt, den du gehst, sind deine Vorfahren, die an Land kamen aus dem Wasser. Weißt du noch, wie das war? 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 Wir waren alle Dinos, aber trippelten die Evolution wie Ronaldinho. So ist es halt. Man kommt nur weiter, wenn man sich anstrengt, sich anbietet und andere aus der Kette zu drängen. Die Evolution ist eine Karriere, Leute. Und der Boss ist gut. Denkt darüber nach, das ist der Lauf der Dinge. Die Kooperation zwischen Butterwester und Westerklinge. Die Wolke vor meinem Mikrofon ist dafür verantwortlich, dass ich besser klinge. Spaß, es geht um Zusammenarbeit. Jeder reicht die Hand zu dem Nächsten und weint. Meine großen Türen sind Klosterschüler, große anschauungswürdige Goldbesitzer. Du wirst Stress und die Liebe, eine große Pizza. Oder lach mal an Schuh. Wenn du das gerne isst. Ja. 4 Minuten des Games beendet. Du bist ein Wacker Sellout, Hurensohn, wie Audio 88 in der ersten Off. Aber ja, komm mal, du bist ja immer große Dosen Biere, bis auf allen Vieren du mit deinem Kopf gegen den Kühlschrank schöpferst. In deinem Kopf ist ein großes Leder, ein Medizinball. Mach das runter in das eckige Meiner und es geht immer weiter. Nach Samstag Spieltag kommt Sonntag wieder. Und wir sehen uns in der eingesperrten Glückkabine im Kopf des Schieres. Ja, so ist's. Leider Gottes macht jeder Mensch die Welt ein kleines Stückchen besser. Mein nächstes Mixtape ist auf meditativen Stein gesegnet. Oder ob ich alles erbe von allen, trifft mich im Erotikladen, dem angespitzten Dildo-Nagel. Er hat diese Farbe, komm mal klar, hörst du mir immer noch zu? Ich gebe nur eins Milch für die Winterkuh. Irgendwann bin ich ein reicher Ehrenmann, wie du. Yes, wenn alles läuft, wie es will, die Schale bricht, der Scheitern spricht, hör genau zu. Von Marlboro Red und Wodka Gorbatschow ist eine Sprache. Yes, der Teufel spricht tausend zu. Hast du Angst vor dem, was kommt? Slam, du musst keine Angst haben, sei ein Lichtwesen. Jesus wollte es so. Er wird sagen, sein Junge hat nichts Wrongs gemacht. Du bist nicht andersweise auf der Stufe mit mir. Fick dich. Spitze deinen Stift an, geh zurück in die vierte. Und geh zurück in die zweite. Oder geh zurück in das Alter deiner Mutter. Und du bleibst der Spaß. Ich bin froh, dass du geboren bist. Als wir deinen Geburtstag, ich schenke dir einen Wanderrucksack. Da kommst du in den Harz. Und 2 Wochen später bist du wieder da. Wieder da, wieder da. Ich warte auf dich hier, ist klar. Vielleicht hab ich Spaß mit deinem Skype Plus. Aber dann ist genug. Weißt du, was ich meine? Zu Geld zu kommen ist einfach, wenn du weißt, wie graue Ladas pushen, danach Pfirsich Eis dir vom Balkon rausschauen, La Cucaracha rausschmeißen, man muss gucken, wie man weiterkommt im Leben. Ich will niemals von unten nach oben kommen, wie Slavik Junge, weil er mittlerweile dumme Normie Scheiße macht, wenn das der Preis ist dafür, dass man einen Comedy-Preis bekommt, dann danke nein. Ausgenommen die Backpfeifen.
Was macht Vadik in der Zeit, zum Beispiel seine Regieambitionen weiterbringen? Gut, ich schaue es mir nicht wirklich an, doch ich kann's respektieren. Easy going, jeder Mensch will sein Gehirn im Mausoleum von besonders gut begabten Schaupersönlichkeiten auf dem Square neben den roten Sternen haben. Hollywood Boulevard wartet auf mich, hat für mich einen Platz auf dem Sofa neben No Bra Bus. Pour moi, einen einfachen Garçon? Yes, please. In der Tat, jeder Tag soll so sein wie ein griechischer Salat. Wie die Kinder von Julian und Bibi im Ferienhaus in Spanien. Eltern, was macht ihr beruflich? Wir sind beruflich nice. Ulala, Backpack in Sumatra. Currently based in Neuperlach. Check, 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 meine Flows sind Mörderwaffen. Don't disturb, was ich bin dirty wie Dirty D oder wie Shiba Inus ruft. Nachdem ihre Bilder benutzt wurden für alles. Falsche Reihenfolge, so wie Gromit und Wallace. Kein Sandwich-Artist gewesen wie Selena Gomez. Ach, ich möchte ein Ramazzotti, Amaretto und schön im Park zu schwelgen. Nicht zu machen, im Schatten sitzen, wo die Mücken nur Frequenzen kennen, womit die Gräser schneller wachsen. Schau mal Leute, ich bin jetzt erwachsen. Rappe wie ein Chicken Teriyaki. Wahlweise wie ein vegetarisches Chicken Teriyaki. Wahlweise wie ein eingelegtes Gürkchen mit scharfer Senfpaste. Belladonna von der Pietro meinte, keine Ahnung, Mann, ich kenn den Track nicht und will mich damit jetzt nicht befassen, weil ich weiß, sobald ich erstmal drin bin, geht's mir wieder schlechter. Also denk, immer kommen wir alle nach Madeira. 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 Ja, ja. Erschlagen zu werden und kopfüber zu liegen in einem Pool. Ein kriminelles Element wollte haben, was ich habe und nahm es sich. Auswandern ist mir nicht genug. Ich will eine Insel aus Stein und einen hölzernen Krug. Ich will alles haben. Yeah, ich will alles haben. Jeder meiner Fans muss ein vielseitiges Portfolio haben wie Tyler Perry und unter Alkoholeinfluss fahren können wie Bill Murray. Um sich das leisten zu können, verkaufen sie dort zu dort Schokolade und sterben ruhig und zufrieden unter einem schattigen Platan. Ja, das sind die einfachen Schritte. Ein einfacher Hausmeister geht in der Mittagspause nach draußen und pinkelt an den Zaun, den er vorher noch gestrichen hat. So offenbart sich das Schicksal in seiner ganzen Blüte. Hausangestellte ist mir nicht genug. Ich will Fickdrohnen und einen glänzenden Bezug. Ich will alles haben. Yeah, ich will alles haben. Thank you.
Wiedersehen. Mein Mixtape ist jetzt vorbei, bye bye. Ihr könnt wieder den Tab wechseln und euch euren Dingen widmen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal oder vielleicht auch nicht. Und ihr hört lieber das neue Album von Summer Jam und Casey Rebel, wenn euch das mehr gefällt. Sie haben ja auch mehr Geld als ich. Sie haben viel gearbeitet. Ich meine, Rap ist Berichterstattung aus dem Ghetto, von der Straße. Und ich war selbst nicht so oft im Ghetto und nicht so richtig oft auf der Straße. Deswegen ist klar, dass mir niemand gerne zuhören will. Aber okay, ich mache einfach noch 400.000 Sachen und dann habt ihr keine Wahl. Meine drei Fans wird's freuen und die anderen wird's kalt lassen. Danke fürs Anhören, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anhören, bis zum nächsten Mal. Ja, yeah, Antonis an diesem Beat. Danke, ciao, ciao.